Turtles. Shredder's Revenge. Und damit herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Ich hab richtig Bock und ich hoffe ihr auch. Auf jeden Fall, Turtles, ne? ist schon geil. Vor allen Dingen das Spiel ist wirklich der satte Wahnsinn. Ich hab's noch gar nicht gestartet. Ich werde jetzt auch erstmal, vor allen Dingen auch dieser krasse Retro-Look. Was ist denn Party-Up? Das ist bestimmt. Achso. Mit Crossplay und so. Oh, cool. Also das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Schauen wir mal in die Option. Ja, natürlich auf Deutsch, ne? Ich glaube, von der Lautstärke sollte das halt sein. Hat der. Grifflösung. Gehen wir mal zurück. Kennt man ja eigentlich, ne? Von Turtles in Time. Wenn man dann von hinten gepackt wird, kann man von vorne dann ordentlich eins auf die Nuss kriegen. Automatische Angriffe von hinten. Also das ist, wenn hinter uns einer steht. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Standard zurücksetzen. Wäre cool, wenn es noch ein paar Filter geben würde hier, ne? Wie damals bei Turtles in Time gab es ja auch einmal diesen Comic-Filter und einmal den Standard-Animationsfilter. Vielleicht kommt das ja noch. Erfolge, dann geht bestimmt die Erfolgsseite auf. Ah nee, cool. Schließ den Story-Modus ab, schau dir alle Enden im Story-Modus. Alle Enden? Wir haben also mehrere Enden. Oh, schön. Couch-Koop? Ja. Heißt jetzt nicht, dass ich keine Couch habe, aber ich habe keinen Koop-Partner für eine Couch. Arcade-Modus? Gab's ja auch ein Turtles-Arcade-Game. Das kommt auch in der Cowabunga Edition. Möchte ich auch unbedingt zocken. Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe ab. Ja, könnte man versuchen. Ich würde es erstmal auf normal durchspielen. Also quasi ein Standard-Run. Eine Spielanleitung gibt es auch. Ja, cool, okay. Da kann man sich das alles noch wunderbar erklären. Was halt damals so war, du hast dir damals halt ein Spiel gekauft, dann hast du eine Hülle gehabt und hast du in der Hülle noch so ein Booklet gehabt, da hast du das auch alles lesen können und Infos zu den Charakteren vermisse ich irgendwie ein bisschen. Naja. Story-Modus, weiter. Nee, geht nicht. Ich hab noch nicht gezockt. Aber es sieht vom Look her, ist es wirklich richtig cool gemacht. Locker, okay, krass. Naja, krass machen wir später. Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal einen lockeren. Nee, einen okayen Run. So, okay. Okay, hier kann man sich das alles nochmal angucken. B und X? Okay. Es gibt schon krasse Kombos, die man machen kann, ne? Also ja, das kennt man. Und entweder wirft man ihn dann Richtung Bildschirm oder halt, ja genau. Oder macht halt so ein, er macht das, genau. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. der Blick. Au,
Ja, cool. Also da steckt ein bisschen mehr Taktik drin. Also es ist nicht einfach so ein dummes Knöpfchen gedrückt. Was war das? Jetzt mal ein Stück Pizza anbieten. Aber so kann man deinen gefallenen Kameraden wiederholen. Aber was war das denn jetzt? Ach, aufheitern. Du gibst also quasi von deiner Lebenskraft das ab. Ah, okay. Das ist echt cool. Any comments? Verspotten? Wo war verspotten? Abby, okay. Ja komm, Meister Splinter ist einfach cool. Select your hero. Ja, und da kann man sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler können tatsächlich in einer Runde zocken. Also wir haben Leonardo mit einer Reichweite von, ja, Standard, ne? Also ausgeglichen. Splinter ist zwar durch sein Alter wahrscheinlich ein bisschen langsamer, aber stärker, ne? April ist natürlich nicht stark, ist schnell. Reichweite ist bei allen fast gleich. Ja, okay, Donatello. Wenig Geschwindigkeit, durch sein Bow natürlich extreme Reichweite und Stärke halt, wie Leonardo, ne? Raphael, ja, Stärke 3, ist klar, weil das ist im Grunde genommen der Muskelprotz unter den Turtles. Ja, Reichweite mit seinen, wie heißen die Waffen noch? Ich wusste das mal. Na, auf jeden Fall, ja. Und Michelangelo, Geschwindigkeit und Stärke ganz normal. Also ist der... Ja, Raphael ist der stärkste von denen. Ah, Casey Jones ist noch nicht da. Es lohnt sich also, den freizuspielen wahrscheinlich. Ich weiß doch nicht, ob man die jedes Mal wechseln kann. Dann würde ich wechseln, aber... Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. So im Chat hat leider auch noch keiner was dazu gesagt. Dann würde ich fast sagen, ich nehme Leonardo, ne? So wie ich das halt auch im Turtles in Time Let's Play gemacht habe. Und Spieler, nö, will ich nicht finden. Ich denke mal, das ist okay so. Turtles, let's get our shells in gear. Oh, die haben noch Sound Voices. We must stop them. This is April O'Neil, reporting live. April O'Neil, Kanal 6. Well, what are we waiting for? So what now, fearless leader? Mondo Notion, dude! Let's get our shells and gear. Alles klar. Breaking News. Was haben die eigentlich immer mit ihrer Freiheitsstatue? Warum wollen die immer die Freiheitsstatue haben? Nicer. Shredder. Komm, sei wieder weg. So, aufs Maul, ihr Foodclang. Aua, er will gescheitert. Ach. Erzähl nicht. Wir haben Quests? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Besiege 15 Fußsoldaten mit dem Combo-Finisher. Besiege 4 Fußsoldaten mit Fallen. Wenn das Level ohne Schaden zu erleiden. Und Geheimnisse gibt's auch noch. Mhm, okay. Ja, schön Foot drauf geschrieben, ey. Darf ich mal stören?
Au! Was ist denn für eine freundliche Begrüßung hier? Kanal 6. Einfach durchgestrichen. Nichts da. Vernon, Alter, das ist so ein Typ. Und Bieber. Ha. Ausgewichen, mein Freund. Deep breath. Erstmal zocken hier. Bestimmt den Gameboy-Ableger von Turtles. Willst du das verstecken lassen? Habt ihr gesehen? Der eine hat gar keine Tastatur gehabt, der andere hat keinen Bildschirm gehabt. Das sind so die Leute, die sich während der Arbeit keine Gedanken machen wollen. Einfach nur drauf losarbeiten. Hauptsache irgendwas machen. Kannst du auch mit den Pfeiltasten spielen? Okay, warum wackelt die Tür? Entweder haben da welche ein bisschen Spaß oder... Da ist die Kloppe ohne mich. Mal schön den Monitor stehen. Warum wackelt die Tür? Ah, hier. Das ist das nicht der Chef von hier, April? Hey, Kochshow. Alter Schwede. Ich habe noch ein richtiges Rezept für euch. Wie wär's mit ein paar Fuß- und Kopfschlägen? Bloß nicht zu überwürzen damit. Das sieht alles aus, als wenn man das auch benutzen könnte. So ein Brett schmeißen oder so. Mit so einem komischen Kochlöffel. Wo wollt ihr damit hin? Die guten Steaks auf Eis. Ist ja ein Schinken, ne? Der gute Schinken. Was ist nicht? Oh, Fitness Time ist auch da. Alles klar. Ich stehle euch mal das Rampenlicht. Da kommt der. Jawoll! Na, Bieber? Also, Spiel ist nicht ohne. Also, die haben ordentlich was drauf. Bin ich echt mal gespannt, wie es auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist. Komm, ich will mal einen aus rausschmeißen jetzt hier. Oder so. Das hat früher Lebensenergie gekostet, wenn man das gemacht hat. Wenn man dann eine bestimmte Tastenkombi gleichzeitig gedrückt hat, dann hat man ein bisschen Lebensenergie geopfert für den Move hier. Deswegen war ich gerade ein bisschen skeptisch. Daneben, mein Freund. Oh, Schlagzeile gefunden. Drecksack. Katana Flash. Katana Flash. Hi-ya. Ah, Bieber. Jetzt endlich. Jetzt, wo ich dir die Show stehle. Der schöne Anzug. Die Musik ist so cool. Ah, okay, ich kann also nicht nach oben oder unten rollen.
Maul, mein Freund. Pizza Time! Ach, voll hilft, gar kein Problem für mich. Cowabunga! Guck mal, Verne, wie erleichtert er so. Alles gut, kein Problem, ich bin gerettet. Ja, schön, cool. Rocksteady! Er hat den Kopf mitgenommen. Okay, besondere. Wie jetzt eine Open World? Hat das auch? Ey, es wird immer nicer. Turtle-Versteck? Spieler finden? Kamera. Was soll denn der Tyrannus da? Wir gucken mal, was finden wir auf der Karte? Vielleicht ist ein paar kleine Easter Eggs versteckt. Wer weiß? Ja, da ist die Freiheitsstatue. Noch sieht sie gut aus. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was das mit der Freiheitsstatue auf sich hat. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Oder mir ist das nie bewusst gewesen, dass sie auf der Freiheitsstatue schaut. Turtle-Versteck. Okay, ich habe hier was abgeschlossen. Fitness-Tagebuch. Ah, okay, da kann man dann sehen. Man schaltet also quasi ein paar Sachen frei, alles klar. Wohnzimmer. Ja, die Pose, die er da macht, die kennt man auch aus dem Intro, wenn ihr die Serie damals geguckt habt. Moin, moin! Ja, cool, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man eventuell vielleicht die Turtle versteckt. Vielleicht die Turtles wechseln könnte. Könnte ich mich einklinken, auch cool. Besondere Anfrage: Burns Büro. Finde alle Schlagzeilen. Klassiker für Burn Thompson. Okay. Schlagzeilen, 1 von 3. Belohnung 50 Punkte. Bin alle meine Schlagzeilen-Klassiker, ihr Widerlinge. Pass mal auf, du Freak. Ah, okay, also. Sammelobjekte 2 von 2. Und Hürden. Aber ich gehe jetzt mal auf die Hürden nicht ein. So, hier haben wir 3 Hürden und 3 Sammelobjekte. Gut, dann starten wir auch Level 2. Big Apple 3 PM. Big Apple 3 PM und nicht 3 AM war es der Vorhaber. Das erste Level. Ey, ihr Schweine! Die klauen einfach unseren Reifen. Schön auf Steine gestellt. Natürlich. Ob uns das aufhält? Eine Spinne? Komm runter, du kratzt den Lack. Na, Alter. Schweine. Ist gerade hier ordentlich einer auf die Nuss. Die für komische Geräusche, eine schöne Autobahn. Oh, hier kommt. Komm, Alter! Der Schnitzel! Damit mal einen Pizzaladen. Einen Sushi-Laden. Ja, gerade schön was Leckeres zu essen, also. Shit, die machen Aufladen. Kann ich auch. Your history. Deep breath. Kann ich die auch verspotten? Deep breath. Nein. Aber es gab einen Erfolg, das ist schön. Ah, hier. Hier ist einfach eine Schlagzeile. Guckt euch das mal an, was Hubert alles in der Zeit gemacht hat. Die Kochshow hat er gemacht. Irgendwelche Nachrichten. Dann Fitness. Channel 6. Ey, die zocken hier überall.
Ja, natürlich kriege ich das Drehkreuz wieder zurück. Kann ich das Auto eigentlich kaputt machen? Warum ist das so vorgehoben? Da ist doch einer drinne. Hier, komm. Erzähl mir nichts. Hammer, cool. Er sitzt jetzt einfach da draußen. Ganz normal. Ganz cool. Ja, go. Lass mich doch hier mal ein bisschen gucken, Mensch. Oh nein, die Dinger. Oh, wie ich sie gehasse. Oder ich wollte eigentlich gehasst. Oh, die können neue Tricks. Wie ich sie gehasst habe, wollte ich eigentlich sagen. Okay. Kommt mal her, Kollegen. Feuerwerk. Yes. Sag mal. Creeps, genau. Nach oben weggetreten. So dieser normale Kick so. Ah, guck mal. Geheimes Tagebuch. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Penner. Oh, hier die Mechaniker wieder, die Drehkreuz-Spezialisten. Der Blick immer, ist so cool. Oh oh. Ah, ihr Moped-Leute, ja, kommt her, ich hole euch da von eurem heißen Schlitten schon runter. Das erinnert mich auch irgendwie so an dieses eine Batman-Game auf dem Super Nintendo. Da gab es auch so eine Szene mit Clowns auf dem Motorrad. Das waren auch... Alter! Das sind ja auch Clowns, keine Frage. Du Dreckschwein. Aber die Animationen sind cool. Die sind wirklich richtig cool gestaltet. Sind die Food Clang eigentlich Roboter, weil die immer so in irgendwie Teilen zerspringen? Ah, da. Alter Motor. Jetzt. Was baut ihr euch da zusammen? Zwei Reifen habt ihr schon? Und? Oh! Ich snack die Pizza mit. Oh, hier unendlich! Wollen wir richtig durchdrehen hier. Katana Slash. Oh, zu Ende, schade. Aber cool. Alles, was man so kennt von früher, ist mit drin. Sag mal, jetzt reicht's mir langsam hier. Nimm dies Bösewicht. Oder wie Darkwing Duck sagen würde, schnuppert ganz Bösewicht. Obwohl, ja, es war ja was. Trinken nicht vergessen, Freunde, ist wichtig. Aha, guckt euch das an. Da haben sie ein Fahrzeug gebaut. Rocksteady, die wird das Lachen gleich sowas von vergehen. Blöder Heini. Boah, volle Breitseite Schrot abgekriegt. Oh. Danke, dass du mich gerettet hast, Rocksteady. Finde ich sehr nett von dir. Ihn gleich. Oh, ich hab doch eine Rolle gemacht, Mensch.
Komm schon! My horse. Oh, wie knapp! Looks like another victory for the forces of good. Yes, another victory. Das war jetzt aber wirklich knapp, ey. Da bin ich noch einmal ganz doof auf so eine blöde Granate getreten. Ah, cool. Cool, cool, cool. Out of the way, you freak joints. Wollt ihr mit den Würfeln da unten, ey? Out of my way! Rocksteady und Bebop, ey. Typen gibt's. Ah, guck mal. Finde alle Geheimtagebücher für immer. Can you please find my diary? Please. Ja, warum hast du die dann auch in der Stadt verloren? Aber heißt das jetzt, dass wir die öfters finden? Oder finden wir die tatsächlich in den Leveln? Weil alle Sammelobjekte haben wir ja gefunden. Aber das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht, auch mit der Overworld. Das macht echt Laune. Nochmal schnell ins Turtle-Versteck gehen. Okay, das sind die ganzen Sachen, die wir im ganzen Game überhaupt machen müssen. Er werde getroffen, während du verspottest. Er war dumm gelaufen. Fokus. Oh, ich sollte den Fokus machen. Aber kann ich mir denn auch irgendwas mit kaufen? Schlagzeilen. Donatello, guck mal, ich zeig das mal Gameboy. Okay, Schlagzeilen und Tagebücher. Ah, guck mal, da steht das sogar. Der großmäulerische Nachrichtenredakteur und Boss von Kanal 6. Das erinnert mich auch irgendwie so an diese Hörspiele. Schüchtern und süß, die Sekretärin von Kanal 6. Kanal 6 ist die beste nicht-mutanten Freundin von April. Ist auch nicht schlecht. Kanal 6, so, Wohnzimmer. Ja, das sind ja die Hürden. Ninja Power Anzeige 2. Ich würde halt gern durchswitchen. Ich will mal was ausprobieren. Möchtest du die Weltkarte verlassen? Ja. Select your hero. Wisse? Dann komm. Nehmen wir doch. Mondo Notion, dude! Michelangelo. Ja, cool. Machen wir jetzt 2 Level mit Michelangelo. Dann switchen wir danach immer jedes Level. Würde ich sagen. Das ist doch ganz cool. Mutants over Broadway. Oh. Oh, im Fahrzeug. Jetzt hinter Rocksteady und Bebop. Ja, er lacht nur. Ja, geil, das ist das richtige Level für Michael. Aua, aua, au. Soll ich jetzt hier nur ausweichen? Nehmt euch alle mit, Freunde. Cooler Move. Auch die Musik. Super gut. Sollst du vielleicht mal nach vorne gucken, Kollege? Krass. Platt. Wow.
Schieß! Guck mal. Brauch ich denn eine Pizza? Alter, krass. Oh. KO. Prepare for Ninja Revenge. Ja, genau. Ninja Revenge. Ja, da macht sich die Reichweite schon ein bisschen bemerkbar. Hol euch da runter von eurem hohen Ross. Den Move hier hat richtig gut von ihm. Oh, ist aber ganz schön viel los hier. Aber tanzen wir den Tanz mit den Nunchakus. Vor allem diesen Move habe ich auch echt gerne in Turtles in Time gemacht. Oh, Pizza, danke. Pizza Time. Ah, jetzt kommen sie. Machen wir sie alle. Turtle Bashing Time. We're gonna stomp you, Wimps. Boah, heiß. Das ist fies. Das ist richtig fies. Wie doof, wenn man guckt, weil wahrscheinlich das Fahrzeug lenkt. Ausweichen. Shit. Ob die jetzt noch aufstehen. Destroy the Turtles!